So, gleich geht's los. Sieht man mich schon? Ah, jetzt scheint es zu klappen. Ich hatte noch den Stream von einem Kollegen an, den ich gehostet habe. Aber ich glaube, jetzt sollte man es sehen. Sieht man mich schon? Hier habe ich eine Rückkopplung. Hey, feeling good. Hört man die Musik im Hintergrund? Und wenn ja, ist sie zu leise oder zu laut? Geht das? Lauter sein, okay. Dann mache ich es im Tool. Okay, sollte ein bisschen lauter sein jetzt. Hey Snow! Ja, dir auch nochmal einen guten Morgen. So, dann dürft ihr gerne mal schon voten. Einfach vote mit einem Ausrufezeichen und dann der Nummer der Map 1 bis 54. Eingeben. Ich bin gespannt, was so eure Lieblings-Maps sind, für die ihr wahrscheinlich voten werdet. Ihr habt ja schon mit dem Bockfried einige Male gespielt. Ja, der Ton sollte an sein. So, zwei Votes haben wir. Feeling good fehlt noch. Drei Votes für drei unterschiedliche. Tja, was passiert bei einem Unentschieden? Nichts, oder was? Okay, ihr habt 8, 15, 16. Dann fangen wir mal bei 8 an, würde ich sagen. Und machen einfach alle drei danach. Das war düster. So, drei Leute, einer fehlt noch. Der Snow. Oh, cool. Hey, Seo. Mr. und Mrs. Snow? Ist das jemand Neues oder bist du das, Mr. Snow? Ah, deine Frau kommt auch noch dazu. Ha, cool. Dann hallo zusammen. So, wir haben fünf. Zwei fehlen noch. Ich wollte gerade sagen, ja. Ebenfalls frohe Ostern an euch. Feeling good. Danke für dein Abonnent. Ohne die Eins, dann hast du es. Doppelblacky, danke für dein Follow. Der cheatet mit zwei Accounts. So, 6, aber ich glaube 7 müssten wir sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5 und ich 6. Nee, ich glaube, dann passt es erstmal. Wenn nicht, die Runden gehen ja schnell. So, die Map sieht sehr dunkel aus. Kann man die irgendwie noch heller machen? Ich bin ja komplett neu. Ich habe vorhin noch mal kurz einen Teststream gemacht, aber auskennen tue ich mich hier noch nicht mit dem Game. Aber es ist witzig auf jeden Fall. Ich habe als Kind schon gern mit Murmeln gespielt. So, kurz gucken. Okay. Die ist echt ultra dunkel, die Map. Oh, feeling good, rushed nach vorne. Gefolgt von Mr. Snow. Und Mrs. Snow ist ganz hinten.
Ah, das erste Rad hat ein bisschen aufgehalten, aber Mr. Snow geht weiter. Und ich bin Bummelletzter. Geht rein in den ersten Kreise. Oh, hier sind ganz viele Löcher. Hängen geblieben. Aber hängen bleiben ist eigentlich ganz cool, weil du dann reich runterfällst. Mr. Snow ist immer noch an der Spitze und ich bin, nicht ganz letzter. Hey zusammen, sind ja ein paar neue dabei. Nächste Runde könnt ihr gerne mitmachen. Mr. Snow ist runtergefallen. Da waren also auch ein paar fiese Löcher dabei. Aber Mrs. Snow macht es dafür. Wobei, noch sind wir nicht am Ziel. Zeo hat sich vorbeigedrängelt. Folgen wir mal ihm. Oh, cooles Bild. Von was ist das? Da gibt es sogar Seitengänge. Achso, für einen längeren Pfad, der ins Nichts endet. Das ist ja mies. Ach nee, das sind Sprungschanzen. Oh, man hätte auch gleich in der Mitte durchgekonnt. Oh, Mrs. Snow kommt hinterher. Der Rest dümmelt so langsam hinterher. Wurde sofort bestraft, ja, das stimmt. Und wir sind fast am Ziel. Wobei ein bisschen Strecke kommt noch. Oh, der linke Pfad scheint sogar der bessere zu sein. Weil der einen gleich zum Ziel katapultiert. Aber vielleicht auch mit dem Risiko, daneben zu fliegen. Ich bin Bummelletzter. Juhu. Ist doch keine Katapultierung. Man fällt runter. Ist ja witzig, dass hier so viele Strecken gibt. MW Snow. Okay, entschuldige. Boah, ey, wie lange dieser Pfad hier dauert. Da ich die Strecke nicht kenne, wollte ich gerade sagen, weiß ich nicht. Oh nein, vorbeigeschossen. Kann ich nicht sagen, welche Strecke hier die schnellere ist. Die in der Mitte wäre es gerade gewesen, aber Feeling Good ist rausgeflogen. So, Zeo kommt aber langsam. Oh nein, und direkt durch. Krasse Scheiße. Bei diesem Rad kann man noch gut wieder nach hinten katapultiert werden. Okay, Zeo hat damit den ersten gemacht. Oh, und ich bin mittlerweile auf den zweiten vorgerutscht. Mrs. Snow kommt auch, aber das ist wieder dieser Pfad, wo man daneben fliegen kann. Aber gut gelandet. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier bei den letzten dreien. Oh, haben wir uns schön aneinander geknallt. Vom nächtlichen Moment, ja. Lecky ist aber langsam. Okay, ich glaube, es ist entschieden. Lecky zweiter, Mrs. Snow dritter und ich vierter. Falls ich es irgendwann zum Ziel schaffe. jetzt mit Boost rein. Okay. Und es geht doch nur noch 40 Sekunden. Ja, nice. Ich bin wieder letzter, quasi, von allen ins Ziel gekommen. So, was hatten wir? 8, 15, 16. Oder wir voten wieder. Was meint ihr? Wir haben aber ein paar mehr im Chat. Dann könnt ihr alle gerne mitmachen. Einfach vote, also Ausrufezeichen vote und eine Zahl von 1 bis 54. Und dann könnt ihr für die Maps voten. Die, die rot sind, die hatten wir heute schon mal. Oder was bedeutet das? Ja, das kommt, glaube ich, hin. Ich glaube, bei so vielen Leuten ist es sowieso schwierig zu voten. Wir haben ein Vote für die 10, ein Vote für die 47, zwei Votes für die 2, dann wird es wohl die 2 sein. Bongo Boogie. Hat noch jemand was dagegen zu sagen? Und anders zu voten?
Im Prinzip ist es ja egal, solange wir nicht dreimal die gleiche Map hintereinander spielen. Dann Speedrun zum ersten, zum zweiten. Okay, verkauft. So, an alle, die neu dazugekommen sind, Ausrufezeichen Play zum Mitspielen. Ich finde es schade, dass man sich vorher nicht die Strecke angucken kann. So, 4, 5. Eben waren wir 6. Huch, mit Tab bin ich gerade erstmal im... Das scheint aber hier nicht zu gehen. Ah, doch, jetzt. Ah, okay. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Hey, Bob ist auch mit dabei. Das ist ja cool. Ich dachte, du bist bei deinem Osterfrühstück. Okay, so groß ist die Map tatsächlich nicht. Hey, Bob, freu mich. So, aber einer fehlt noch. Sind beide Mrs. Snows und Mr. Snows dabei? Du sitzt noch dabei, aber spielst trotzdem. Witzig. Okay, dann. Wenn gerade keiner mehr dazu stößt, würde ich sagen, starten wir doch mal. Ich bin ganz vorne platziert, aber trotzdem werde ich immer Letzter. Und Bob sticht voll raus mit seiner Kugel. Oh, aber in der Mitte sind die Boostfelder gewesen. Mal gucken, ob das von Vorteil ist. Viel gut scheint zumindest vorne zu sein. Aber ich glaube, noch kann man das gar nicht sagen. Aber er kommt zuerst rein auf jeden Fall. Außer irgendwer stößt aneinander und knallt dadurch direkt runter. Okay, alle drinnen. Und ich bin wie immer Bummelletzter, ich sag's auch. Viel gut führt an. Ich letzter, Bob vorletzter. Beide Snows nebeneinander. Der Schlangenpfad. Was meinst du mit auf deine Linie achten? Die Linie zu halten, also für Nachschub zu sorgen. Ich knall als einziger gegen, natürlich. So, Feel Good ist immer noch vorne. Gefolgt von den Snows und Bob ist auf dem zweiten mittlerweile. Die zwei Snows wollen kuscheln, ja, so sieht's aus. Okay, ich glaube, an Feel Good kommt keiner mehr vorbei. Außer er bleibt jetzt irgendwie krass hängen. Oh nein, er ist direkt runter und im Ziel. Es wird knapp. Die beiden Snows oder Bob? Okay. Mrs. Snow ist drinne. Ich bin auch durch. Wie habe ich denn das geschafft? Dich gefolgt von Bob, Mrs. Snow und dann Doppel-Blackie. Ja, coole Runde auf jeden Fall. Warum habe ich einen Bonus hier stehen? Was bedeutet das? Weil es meine erste Runde ist, wo ich in der Top 3 bin. Vielleicht. So, es geht wieder los. Welche Map wollt ihr spielen? Da ich keine von den Maps kenne, würde ich jetzt auch einfach nicht mitvoten. Geschubst. Ach, sich liebevoll anzuschubsen ist doch gut. So, zwei Votes sind rein.
few will survive. Haben die Zahlen dahinter eigentlich zu bedeuten, dass es davon mehrere Versionen gibt von der Map? Frozen. Nee, Vote musst du machen, Dark. Vote und dann die Map. Play machst du zum Spielen dann. Ansonsten kann ich auch einfach random machen, wenn ihr nicht voten wollt. Na gut. Ja, okay, jetzt trudeln noch ein paar rein. Wie war das? Bei Twitch war die Rückkopplung nicht so groß, aber bei YouTube umso größer. Ja. Dark, fast richtig, aber ohne dem Smiley, sonst klappt's nicht. Wobei, House of Pain hatten wir auch gerade davor gehabt. So, Vote 10 kam an. Dann wird es A Leap to Remember wohl werden. 3, 2, 1 und los geht's. Hier drückt schon Play, oh, wenn es noch gar nicht startet. Hey Melvin! Melvin, wenn du mitwachen willst, das Spiel funktioniert nur über Twitch. Das heißt, du musst mal schnell auf Twitch rüber wechseln. Warte, ich schicke dir meinen Link. Ich habe ihn gerade leider schon rausgehauen. Dann kannst du über Twitch einfach Ausrufezeichen Play eingeben und dann kannst du auch mitspielen. Natürlich kenne ich dich noch, ist aber eine Weile her gewesen. So, ich mache mich auch mal rein. So, Shoninja ist da, Dark ist da, Feeling Good, die beiden Snows. Fehlt noch Melvin, fehlt noch... Hat mir nicht noch einen Dark? Bobby fehlt natürlich noch. Ich schau gerade mal, Doppel Blackie fehlt natürlich noch. Sehr gut, Melvin ist mit dabei. Real Dr. Melvin. Sind wir wieder bei 6. Was mit Doppel Blackie? Bist du noch da? Ansonsten würde ich gleich starten. Aber wir gucken uns schon mal die Strecke an. Was haben wir denn hier? Okay, wir rollen wahrscheinlich nach vorne. Ja, es ist eine Kante. Haben hier ein paar Hindernisse. Sonst könnte man direkt nach vorne auch weiterfallen. Zumindest wirkt es erstmal so. Und dann würde man aber runterfallen. Hey Omega Skiller! Einmal über Twitch mit einloggen, wenn du mitspielen willst. So, und dann geht's immer tiefer, tiefer, tiefer durch irgendwelche Löcher und Hindernisse und irgendwelche bewegbaren Plattformen, die einen wahrscheinlich auch dazu bewegen, dass man runterknallt. Und dann geht's in einen Kreisel und dort geht's dann zum Ziel, dachte ich. Da wird man rüber katapultiert. Oh mein Gott, da kriegt man epileptische Anfälle. In eine riesen Turbine. Okay. Dann, wenn keiner sich mehr dazu gesellen will, würde ich glaube ich sagen, starten wir mal. Ich bin gespannt, wie viele runterknallen. Also für mich sieht das so aus, als ob man hier voll daneben fliegen kann. Ihr hattet bestimmt auch schon mal Runden, wo keiner durchkam, oder? Ah ne, es scheint nur imaginäre Wand da zu sein. Zumindest was hier oben angeht. Die beiden Snows sind vorne, Feeling Good auch wieder. Ich bin wieder der Letzte. Wie sollte es auch anders sein? Und Dark ist vorne jetzt. Und dann geht's in die Kreisel. Melvin und ich sind das Schlusslicht. Und beide in dieselbe Richtung. So, verfolgen wir mal dem ersten. Das ist... Mr. Mrs. Snow. Haben sich blockiert. Jetzt ist es Dark. Und hinein in den... Boah, durchgeflogen auf jeden Fall. Boah. Und daneben. Ich wollte gerade sagen, voll vorbeigeflogen.
Und Dark ist dran vorbei. So, die halten ein bisschen auf. Dadurch ist Mrs. Snow wieder nach vorne. Und ich bin ganz hinten. Und zwei sind rausgeflogen. Feeling Good ist auch rausgeflogen. Oh, wird hier wirklich ein Kopf an Kopf rennen? Bats. Wie sie sich gegenseitig blockieren, aber irgendwie auch unterstützen. Da kommt noch Melvin von hinten. Und er hat noch den Boost. Dadurch hat er sich eiskalt vorbeigeschlängelt. Und Mrs. Snow ist dran vorbei. Tja, Anfängerglück oder wie nennt man das immer? Oh yeah. Danke Bob für dein Follow. Das wird knapp. Das wird knapp. Aber ich glaube, Marvel macht's. Yep. So, zweiter war Dark. Und ich bin auch rausgeflogen irgendwo. Obwohl ich viel später rausgeflogen bin als Feel Good und MW Snow zähle ich trotzdem als Sechster. Das ist ja auch nett. Kartoffelnchen. Na dann. Anzubumps. Nee, Omega-Skille, du musst direkt über Dings laufen. Über Twitch kommen. Zumindest kenne ich keinen Befehl, dass du von YouTube Befehle bei Twitch ausüben kannst. So, wollt ihr voten oder wollen wir einfach random eine Runde machen? Ey, Chantal, du hast eine Delle in der Murmel. Ich mach einfach mal eine Runde random. Ah, stimmt, wir können einen Grand Prix machen. Dann machen wir nach der Runde mal einen Grand Prix. Oh yeah. Da ist Doppelblaggy wieder. Hey Imt, vielen Dank für dein Follow. Jeder, der mitspielen will, muss nur auf Twitch mit dazukommen und Ausrufezeichen Play eingeben. Warten wir mal ein bisschen. So, die beiden Snows sind da und jetzt haben sie auch eine perfekte Wintermap. Das passt ja. Der Eiersalat war, glaube ich, nicht gut gewesen. So, ein paar können noch joinen. Ich schaue mir schon mal die Map an. Wir haben hier also sich diesen Kreisel mit dem Schneemann, wo unten ein paar Löcher sind, um durchzukommen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man sich die ganze Zeit mitdreht und gar nicht runterfällt. Ansonsten wieder eine verwirbelte Strecke. Und an sich relativ geradlinig geht es nach unten. Aber wer weiß, ob man durch den Schnee hier rutscht. Hier könnte ich mir vorstellen, dass man runterfliegt. Was aber vielleicht gar nicht mal schlecht ist, weil man kann unten auch lang. Ist vielleicht sogar besser. Du brauchst es dir nicht installieren, Imt. Du kannst einfach mit Ausrufezeichen Play mitspielen. Das ist ein Spiel, das du komplett über den Browser spielen kannst. Das läuft über meinen Computer. Und das hier sieht ja auch mal stylisch aus. Also ich bin gespannt, die Map könnte ziemlich krass sein. Ist immer schade, dass man nicht so Splitscreen-mäßig mehrere Leute gleichzeitig sich anschauen kann. So, sechs Leute sind wir wieder, aber eigentlich sind ja gerade ein paar dazugestoßen. Suchtfaktor. So, dann gucken wir mal. Ah, ich kann noch schneller fliegen. Melvin ist mit dabei, Bob ist mit dabei, die beiden Snows sind mit dabei. Dark ist jetzt auch dazugestoßen. Doppelblacky ist auch da. Dann fehlt eigentlich nur noch EMT. Play, du hast gedrückt, du bist auch mit dabei. Supi. Ich glaube, dann haben wir alle. Ich sehe gerade keinen. Dann würde ich sagen, starten wir mal die Runde. Und Dark ist direkt runter. Da sehe ich gerade nichts.
So, Mrs. Snow vorne. Dark und Bob behindern sich gerade ein bisschen. Und die Nachtzügler kommen. Oh, Blackie, wo warst du denn? So, Bob führt an gerade. Wobei Mrs. Snow weiter war. Ist ja lustig, wie sich das rechts, wie das rechts angezeigt wird. So, Bob führt. Ich bin gespannt. Wir gehen mal in die Ego-Perspektive von Bob. Was ja lustig, dass man da auch schon den letzten Kommentar unten links sieht. Ja, ganz smooth geht's hier durch, ja. Ist das bei den anderen auch so? Oh, Bob ist scheinbar gegen die Wand geknallt. Und hat ihn aufgehalten. Lustig, dass das hier unten dann noch irgendwelche Kristalle runterregnen lässt. Jetzt haben wir wieder den, wie bei Melvin letzte Runde, der seine erste Runde hatte, Anfängerboost. Und irgendwo hinten bin ich und der andere Snow. So, Dark ist hier in diesem Wirbel, nenne ich es mal. Und klammheimlich hat sich Melvin nach vorne geschlichen. Gefolgt von Doppel Blackie. Und Bob ist runtergefallen, ich habe es leider nicht gesehen, Scheibenkleister. Aber er hat es extra angekündigt, ist so witzig, ey. So, ich bin von oben auch runter. Manche sind auch unten lang. So, und Melvin macht's scheinbar wieder. Melvin hat den Dreh raus, im wahrsten Sinne. Mrs. Snow. Beide Snows leiten sich gerade ein bisschen auf. Ah, EMT ist noch ganz hinten. An meiner Murmel rumgefummelt. So, und alle sind hier zusammen. Dark zuerst rein. Damit Platz 2. Okay, das ging gerade echt schnell. Ja. Eigentlich ganz nice, wenn zwei aus einem Team mitspielen, nenne ich es mal, ja. So ist ein Snow, hat eine hohe Chance, Erster zu werden und ein Snow vielleicht hinten. Ich schaffe es in die Top 5. So, fehlt noch EMT. Schauen wir uns noch das Ende an. Außer er wird vorher rausgeschmissen, wenn er es nicht in den nächsten 50 Sekunden schafft. So, dann würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Turnier. So, wo muss ich dazu hin? Da, Grand Prix nehme ich mal an. Gebe ich hier vom Vorfeld schon an, wie viele... Hey Benny! Wie viele Runden es gehen soll? Oder ist das ein... Gibt man das mit den Votes an? Also ihr könnt wieder voten scheinbar mit 1 bis 54. Ja, gute Frage, Melvin. Was hast du da gemacht? So, wer hatte sich eigentlich gerade den Grand Prix gewünscht? Will ich nochmal kurz hochscrollen. Rechts musst du Maps aufmachen. Anhand der Votes wahrscheinlich. Tja, dann nehmen wir doch alle die, die gewotet werden. So, dann votet mal fleißig und die Maps, die ihr votet, kommen dann rein. Die Reihenfolge, achso, es ist sortiert nach Plate. Ah, rechts kann ich die Maps hochmachen. Machen wir mal 10.
Dann macht er die auch rein. Sehr gut. So, 4 Votes haben wir. Jo, hab's gerade gesehen. Danke. Ah, ich merke schon ein Muster. Also House of Pain wurde sich schon ein paar Mal gewünscht. Castle Siege hatten wir jetzt auch schon. Average Time. Die Reihenfolge, die Sortierung kann ich aber scheinbar nicht verändern. So, eine noch. ...76-Minuten-Map, oh mein Gott. Komm, mach mal jetzt hier noch eine schnelle mit rein, die vote ich jetzt einfach. 1,48, gibt's noch eine schnellere? 1,33. Nehmen wir die hier, die 1,33 ist. Twisted Trumbull. So, und dann muss ich wahrscheinlich wieder 5 stellen, damit es losgehen kann. Okay. Best of 5 jetzt, mal sehen. So, alle, die mitspielen wollen, einmal Ausrufezeichen Race. Ach nee, Play. So, schauen wir uns mal die Map an, währenddessen ihr euch einloggt. Okay, die geht ziemlich lang, aber mit ziemlich vielen Boostfeldern und scheinbar Blockaden unterwegs. Ja, das kann lustig werden. Oh, das ist ja endlos. Aber hier runter zu kommen wird auch ein bisschen dauern scheinbar. So, 8 Leute, sind noch mehr da? Sieht witzig aus, ich bin gespannt. So, EMT ist dabei, Benny, beide Snows. Demon ist dabei, Doppel Blackie Dark. Dann fehlt der. Der Bob fehlt. Der Melvin fehlt. Genau. 2 Leute fehlen noch. Wie gesagt, ihr müsst über Twitch. Ah, die meisten hatten von euch das ja gerade schon gemacht. Dark ist auch mit drin. Wen hat man gerade sonst noch? Habe ich jemanden vergessen? EMT ist auch mit drin. Ansonsten. Bob hat Schiss. Ja, für Bob meinte er, er ist ja noch am Essen. Also vielleicht kann er auch nicht jede Runde mitmachen. Kann ja noch mal kurz gucken, ob im Discord auch noch jemand geschrieben hat, der mitmacht. Da ist Bob, Sister, sage ich doch. Es dauert vielleicht einfach nur ein bisschen. Mit Osterfamilienzeugs beschäftigt, okay. So, dann sind wir 9. Stößt noch einer dazu? Was ist mit Melvin? Bist du noch dabei? Ansonsten würde ich jetzt starten. Noch habt ihr die Chance teilzunehmen. 3, 2, 1. Okay, go. Noch 10 Sekunden. Es ist auch gut so. Ich freue mich für, dass ihr alle so zahlreich mitmacht vom Bobby-Versum. Oh, Dark ist hängen geblieben. Oh, wie ist das überhaupt passiert? Wow, da fliegt einer. Benny ist Nummer 4. Schauen wir uns mal an, aber er fliegt daneben. Tja, der Hexenbesen hat ihm kein Glück gebracht, scheinbar. Jetzt bin ich Nummer 4, okay. Schauen wir uns mal lieber die Front an. So, Demon führt, Bob hinterher. Oh, rauskatapultiert, aber ist drinnen gelandet. Sah gerade nur ein bisschen komisch aus. Ich streame über Restream, gleichzeitig auf Twitch und YouTube und auf Mixer.
Wir nähern. Also bei mir sieht das so aus, ob er rausfliegt. Aber eben ist er trotzdem in der Mitte gelandet. Aber nee, diesmal nicht. Dann Bob. Aber Bob schiebt eine ruhige Kugel im wahrsten Sinne. Ah, durch die Dinger, die dann hochkommen. Wenn da der Winkel nicht stimmt, fliegt man raus. Es ist schade für Dark, dass der da komplett hängen geblieben ist. Glück gehabt. Da wäre beinahe einer hochgekommen. Mit Schräglage wäre er auch rausgeflogen. Kaum geht das Turnier los, ist Bob an der Spitze hier, ja. Bei den anderen da hinten sieht es nicht so aus, ob da was passiert. Außer bei mir gerade. Ich gucke gleich mal zu den anderen. Bob macht das hier. Ich glaube nicht, dass ihm jetzt noch was passieren kann. Schauen wir mal. Okay, ich bin auf dem Weg. Der eine Snow ist auf dem Weg. IMT auch, aber ganz langsam. Und Dark hängt immer noch. Oh, ist das ärgerlich. Kann man da irgendwie so eine Rüttelfunktion irgendwie was machen? Okay, schauen wir mal. Snow. Oh nein, ich bin auch rausgeflogen scheinbar noch. No. Wie einfach fast jeder rausfliegt. Dark zählt jetzt auch als verkackt. Okay. Was machst du hier? Aber das wird nicht reichen, dass IMT es noch schafft. Ja. Der eine ist nur auf dem zweiten. Und IMT kommt zum dritten Platz. Vor allem die eile Säule bei dem 1-0 war ja gerade... Oh nein, was war das denn, bitteschön? Mit welchem Tempo ist er rausgeflogen, obwohl das so langsam hochging? Das war ein Bug in meinen Augen. So. Dann Zwischenstand. Bob führt. Dich gefolgt von einem der Snows. Frau Snow. Die Map kennen wir. Muss man hier jetzt trotzdem wieder warten? Ja, scheinbar schon, ja. So, Play. Nichtsdestotrotz können auch andere joinen. Es geht ja nicht ums Gewinnen. Der Weg ist ja das Ziel. So, eben waren wir 9. Einer fehlt mindestens noch. Wahrscheinlich Dark. Ah ne, eher Bob. So, bei die Snowstar, Darkstar. Was mit Doppel... Wie hieß er? Doppeldagger? Dopper Blackie. Ah, Dopper Blackie ist da. Okay. Demon, Benny... IMT fehlt? Ne, IMT ist da. Und Bob fehlt, ja. Warten wir mal auf den lieben Herrn. Sonst wäre seine Führung ja für nichts. War eigentlich lustig gemacht, ja. Einfach auch ein Hintergrundbild nehmen. Ein bisschen verpixeln. Und dann sich hier so eine Map bauen. Die hatten wir, glaube ich, heute früh, als wir so ein bisschen getestet haben, das Spiel, ob das alles klappt. So, da wir noch auf Bob warten, kann auch noch jeder andere dazu stoßen. Einfach Ausrufezeichen Play in den Twitch-Chat eintragen. Ihr könnt ja schon mal sagen, passt das mit der Musik noch im Hintergrund? Ist sie zu laut, zu leise? Versteht man mich gut? So, wo bleibt unser Bobby? Man versteht mich super. Dankeschön. Wäre ja schade für seine Führungsposition, wenn er nicht kommt. Ah, Feeling Good ist wieder mit dabei. Damit fehlt trotzdem noch einer.
So. Um seine Murmel zu verändern, muss man spielen, oder? Und dann schaltet man welche frei, nehme ich an. Der einzige, der gerade hier einen Customized hat, ist der Benny mit so einer Hexe quasi. Sieht witzig aus. Alle anderen haben noch den Standardwürfelkugel, so wie ich. So, dann betrachten wir, bis Bobby hier kommt, mal die Startposition. Also alle, die in der Mitte sind, werden hier gleich von dem Ding geklatscht. Das kann gut sein. Es kann aber auch sein, dass man irgendwie in eine Ecke hochkatapultiert wird. Vielleicht sogar rauskatapultiert wird. Benny mit dem Stock im A. Die Kugel kann man in der App ändern. Das heißt, ich muss mir das fürs Handy laden, oder was? Ah, hier oben sehe ich sogar... Ah, ist ja witzig. Das hier oben links ist, glaube ich, der Weltrekord. Und vorhin habe ich es ja beim Testweise mit einem Kumpel gespielt und mit Snow. Einem der Snows. Und das war mein Kumpel, der hatte hier wahrscheinlich Bestleistung von meinen Freunden. So, ich würde sagen, wenn... Ich wollte gerade sagen, wenn Bobby jetzt nicht kommt, dann würden wir anfangen. Dafür startet er ganz oben, okay. Dann, let's go. Gucken wir uns mal sein nochmal aus dem Nahen an. Ein Wikingerhelm mit Flammen. Der haut bestimmt gleich alle zur Seite. Zack, und runter. Obwohl er am höchsten gestartet hat, ist Bob gerade wieder gleich vorne. Und gleich unten als erster. Ja, es ist wahrscheinlich der Streamer-Bonus. Oh, Darky ist ja mit dabei. Da sind ja gerade doch noch ein paar mehr geworden. Und zack, da fällt schon der erste runter. Wie das eigentlich? Ui, ich führe mal, gefolgt von Dark, einem der Snows. Und Darky, Damon und Bobby hinterher. Und EMT, Benny und Snow und Dobber Blacky, die drehen ein paar Ehrenrunden. Warum leuchten manche in anderen Farben? Der Dark Hunter leuchtet bei mir. Ihr wisst doch das bestimmt. Und direkt durch. Der Darky macht's, aber ich komme mit ein bisschen mehr Tempo rein. Und wir jetzt drehen jetzt auch Ehrenrunden. Dann kommen die... Oh, und voll wieder zurück katapultiert. Ja, die Dinger sind mies. Bobby kommt dazu. Und Snow auch. Die klatschen einen voll weg, ey. Der eine Snow nimmt die Führung. Ah, lokale Bestzeit, deshalb leuchtet er. Und Dark Hunter kommt. Er will seine Führung wahrscheinlich nicht nehmen. Aber Mrs. Snow hat's geschafft. Vor allem, er hängt in der Luft und sie nicht. Dicht gefolgt von Platz 3, dem Dark. IMT macht scheinbar den vierten. Oh, Benny hat ein Schwertsymbol. Warum hat Benny ein Schwertsymbol? Ich mach vielleicht den fünften. Wobei Demon könnte es mir noch zunichte machen. Ja, Demon geht dran vorbei. Und Bobby geht dran vorbei. Alle gehen dran vorbei und ich verkacke. Warum hat Benny ein Schwertsymbol? Zack, okay. Ich schaff's irgendwie immer letzter zu werden. Ich weiß auch nicht. Dann los geht's mit der nächsten Runde. Neuer Local-Rekord, ja. So, bevor ich es vergesse, ich drück auch mal Play. Hauptsache vor Bob gewesen. So, schauen wir uns mal an, was haben wir denn hier? Es beginnt wieder mit so einem Kreisel, gibt mehrere Pfade. So, 18 ist eingeloggt, eben waren wir zu 11. Wer sich sowas ausdenkt? Achso, das ist Ziel. Und was ist mit der Strecke da hinten? Ist das nur dekorativ oder was? Sieht ein bisschen aus wie die Originalstrecke, aber irgendwie doch anders.
Na gut. So, 9 sind drin, irgendwer fehlt noch. So, wen haben wir denn hier? Der Bob fehlt natürlich, immer als Bummel letzter. Die beiden Snow sind da, Blackie, Benny, EMT, Demon, Feel Good. Dann fehlt Bob und falls Dark Hunter wieder mitmacht. So, ich würde sagen, ja, machen wir das Grand Prix noch zu Ende und dann mache ich mir, glaube ich, erstmal Mittagessen. Oh yeah. Danke, Ducky, für das Follow. Den Follow? Der, die, das Follow? Aber macht echt Laune, das Spiel. Ich könnte mir vorstellen, das jetzt häufiger zu streamen. Ah, hier gibt es wieder eine Scheibe. Aber hier kommt man auch eigentlich nicht mit so viel Tempo runter, dass man da rausfliegen könnte. An manchen Stellen darf man nicht rausfliegen, an anderen wiederum ist es egal. So, Senior Bob, wo bleibst du? Was haben wir denn hier? Mr. Yavi hat das in 1 Minute 53 geschafft. Wollen wir noch mal gucken, ob das einer von uns toppen kann. So, 13.02 Uhr ist es. Wenn 13.03 Uhr der Bob nicht da ist, dann würden wir starten. Ja, das finde ich auch super. Ja, die Diablo-Runde mit Bob war auch echt lustig. Wart ihr da auch alle mit dabei? Ich weiß nicht, er hat ja schon eine größere Community, vielleicht hat er so seine Leute, die nur bei dem Marbles on Stream dabei sind, andere, die bei Diablo vielleicht dabei sind. Es verlagert sich ja dann immer auch ein bisschen von den Interessen. Ich ärgere mich immer noch, es war so schade, ey, dass ich da gestorben bin bei Level 41 oder war es 40 und ich war nur einen einzigen Balken entfernt, um das Second Life zu kriegen. Aber da waren zu viele Wirbler und ich war gefreezed. Das war so mies. Ich habe mir so ein 1-Minuten-Video draus gemacht. So ein Highlight bei Twitch. Es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Und wir waren, am Anfang wurde es noch gesagt, oder im Chat hat es auch jemand geschrieben, 3 bis 4 Level waren wir im Vorteil. 3,5 Level oder so. Wir hätten es echt rocken können. Und für den Augenblick hatten wir auch extrem viel mehr Zuschauer, weil halt alle bei uns geguckt haben, weil wir halt führend waren. Ich hatte, glaube ich, 40 Zuschauer in dem Moment. Das war schon heftig. So, ich habe gesagt 13.3. Und Bobby ist nicht da. Jetzt ist 13.4. Dann starte ich mal. Wir sind bei allem dabei, was Bob macht. Ach, ihr seid ja cool. Ja, ist schon ein cooler Typ. Ich habe ihn noch... Fand ihn noch support sympathisch. Wir hatten ja vom Netzwerk aus im März einen Call gehabt mit den anderen Netzwerkleuten, wo wir uns ein bisschen noch vorgestellt haben und von der Stimme her hat er mir gleich gefallen. No homo. So, alle wirbeln hier zurecht. So, Benny ist immer noch die Hexe, aber Benny hat auch unter seinem Namen so ein Schwert. Ist das auch, weil er schon ein bisschen gespielt hat oder woran liegt das? So, ich führe mal an, aber das hat nichts zu bedeuten. Bisher habe ich ja fast jede Runde als letzter beendet. Ach, das kann man kaufen. Wir sind das Bobby Versum, wir sind immer dabei. Ihr seid auf jeden Fall voll cool. Wie lange seid ihr schon dabei? Der harte Kern. Ja, bisher gibt es hier kaum Hindernisse, außer man blockiert sich selber oder schafft es nicht, eins dieser Boostfelder zu kriegen. Aber die aktivieren sich auch schon vorher. Daher kann aktuell eigentlich nichts passieren, es geht erst jetzt los. Genau,
Jetzt kann wieder alles entschieden werden. EMT hat sich die Führung gegriffen. Was? Nein? Einer der Snow? Waren wir die Anzeige rechts? Stimmt in meinen Augen nicht. Da stand gerade viel ein gutes Zweiter, aber der ist immer noch da oben. Also kein... Achso, oder ist das predicted? Wir gucken einfach mal, wer zuerst rauskommt. Das scheint einer der Snows zu sein. Aber ein anderer, als oben gerade predicted wurde. Gefolgt von Benny, Demon, dann Shuninja und EMT. Gefolgt von Dark, Feeling Good, Dopper Blackie und Mrs. Snow. Aber einer der Snows macht es irgendwie immer, ja. Oh, das wird knapp. Er ist ein bisschen schräg rein. Vielleicht schafft es Benny noch, dran vorbeizukommen. Aber es bleibt dabei, einer der Snows gewinnt. Gefolgt von Benny, EMT, Demon. Und schaffe ich den fünften Mal? Ich schaffe auf den fünften, gefolgt von Dark. Und das Schlusslicht ist Feeling Good, Dopper Blackie und einer der Snows. Energy earned. Bonus XP for each bonus tier eraser complete. Okay. So, das müsste unsere letzte Map sein, die jetzt kommt. Castle Siege. Die hatten wir heute früh auch schon mal. Vor allem, ihr sagt immer schon Play, da hat es bei mir noch nicht mal geladen. Ja, das ist die, die wir heute früh schon mal hatten. So, warten wir mal. Wir waren mit Bob 10, ohne waren wir 9. Shaggy, haben wir wen Neues? Egal wo ich spiele, ich verkacke alles. Ach, ich glaube, in dem Gesamtscore bist du immer noch vor mir. Dark Hunter hatte ich hier 3 Minuten 18. Das Beste liegt bei 1,55. So, dann schauen wir doch mal durch. Die beiden Snow Sister, EMD, Feel Good. Dark, der Benny. Ich heiße übrigens auch Ben. Der Demon, Dopper Blackie. Fehlt eigentlich nur der. Ja, Dark Hunter und der Bob. So, wir können ja trotzdem schon mal. Oh, selbst mit Boost dauert es ewig, um hier rüber zu gucken. Kann man noch größeren Steps gehen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ah, die Maps sind schon cool. Vielleicht bastle ich mir mal eine eigene. Vielleicht kann ich ja meine. Ich habe ja einen. Falls ihr den RPG Maker kennt, da habe ich ja ein eigenes Spiel gemacht. Ist bisher nur eine große Demo, aber es dauert auch schon mindestens eine halbe Stunde. Oder dreiviertel Stunde, Stunde, wie man spielt, wenn man noch ein paar Nebenquests macht. Vielleicht bastle ich mir das als Hintergrund und dann irgendwie eine lustige Map, die durch mein eigenes Spiel führt. Das wäre eigentlich cool. Muss ich mal gucken. Doppel, du musst deine Murmel richtig schmieren. Eigentlich passt Murmeln ja auch gut zu Ostern, ja. Wir sind zwar Kugeln und keine Eier, aber trotzdem. So, 13:09. Warten wir mal noch eine Minute, falls noch jemand dazukommt. Der Bob oder der Darky wieder und dann geht's los. Ah, sag mal, schummelt der Benny hier? Der ist doch schon an der Startlinie, oder? Ist von allen auf jeden Fall am tiefsten. Wobei, das Spiel hat ja Physics, also ganz oben zu sein, gibt halt vielleicht auch noch mehr Boost, um weiter runtergedrückt zu werden. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Eiersalat. Okay, es ist 13:10 Uhr, dann würde ich sagen, machen wir mal Go. Oh, Darky ist gerade noch mit reingerutscht. In der letzten Sekunde. Aber wieso ist der dabei? Das verstehe ich irgendwie nicht.
Im Chat habe ich nicht gesehen, dass er irgendwo Play gedrückt hat. Einer der Snows fliegt raus. Und Benny ist tatsächlich vorne. Vor allem, die Map hatte ich ja mit Darky vorhin gespielt, deswegen steht da hier oben rechts auch als Rundenrekord drin. Und gleich wieder an die Führung. Ach so, das ist eine Mormel mit der Bestzeit. Ah, ich verstehe, cool. Das ist natürlich cool, ja. So, trotzdem, Demon ist vor dem Rekordhalter. Meinen Rekordhalter. Das heißt, je öfter ich mit euch spiele, dann könnt ihr sogar alleine spielen und ich habe trotzdem immer auf jeder Map jemanden von euch drauf, um zu sehen, wo sein Shadow langfährt. Okay, Demon ist auf Platz 1, gefolgt von mir, gefolgt von Benny und Dark, gefolgt von EMT und einem der Snows und Dopper Blackie. Und Feeling Good ist irgendwo weiter hinten. So, dann joinen wir mal wieder nach vorne zu Demon. EMT hat mich scheinbar überholt. Und ich bin stecken geblieben von Platz 2. War ja klar. Gut positioniert sein, um dann hoch zu failen. Aber ich glaube, sofern er nicht nochmal irgendwo stecken bleibt, wird es Demon diesmal machen, das Match. Na, schafft er den Rekord noch zu brechen? Boost! Ey, nicht schon mal hier. Also richtig Hunger habe ich eigentlich noch gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, noch ein bisschen länger zu streamen. Ein Match kommt ja auf jeden Fall noch. Da ist Benny rausgeflogen. Und die müssen es zwischen auf dem dritten, der IMT hat überholt. Ich frage mich, wie man hier rausfliegt. Kann es sein, dass das durch die Kometen kommt? Dass die einen irgendwie wegbashen? Ah, okay. Könnte mir natürlich auch was Greifbares bestellen. Die meisten Lieferdienste haben ja noch offen. Oder wieder auf. Das wird knapp. Wer macht das? IMT oder Doppelblackie? Ah, wurde noch blockiert. Und damit ist IMT in der Zielgeraden. Und der macht den ersten bei uns. Und dann geht's los mit 1,5 Minuten, bis es abgebrochen wird. Okay, Doppelblackie macht den zweiten. Ich bin natürlich letzter. Gefolgt von einem der Snows und Demon. Tja, Demon, wo warst du? Lange Zeit erster. So, und dann ist nur noch Dark und ich übrig. Ich spring mal nach hinten. Okay, bei mir geht echt gar nichts. Selbst Feel Good, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie hinten war, ist vor mir. Oder nicht mehr? Da ist Dark. Dark läuft wieder rückwärts. Dark möchte wieder zum Anfang zurück. So, es geht nach 40 Sekunden. Also Dark schafft es wahrscheinlich nicht mehr. Es ist nur noch eine Frage, ob Feel Good und ich es noch ins Ziel schaffen oder eher nicht. Und Feel Good überholt wieder. Und Dark ist rausgeflogen scheinbar. Ich spring mal vor zu Feel Good. Feel Good. Noch 10. 9, 8, 7, 6, 5. Okay, ich schaff's scheinbar nicht mehr, hat's abgebrochen. War ja klar. So, dann letzte Runde von diesem Grand Prix. Ich bin gespannt, wer den Sieg holt. Ich definitiv nicht. Ui, was haben wir denn hier? Das sieht ja mal bunt aus.
So, wenn ihr euch einloggt, schaue ich schon mal, was wir hier so Schönes haben. Ein riesengroßes Rondell und ein klitzekleines Loch, das sich aufsplittet in zwei Pfade, die dann scheinbar in so einen großen Kessel katapultieren. Ach, das ist so bunt. Und dann geht's einfach runter. Durch so eine Art Fahrstuhl hoch, okay. Ich bin gespannt. 9 Leute. Ah, jeder verteilt sich auf dem Ring. Ist ja riesig, ey. Und vor allem alle sind sie da hinten. Gruppenkuscheln hier. So, kriege ich euch alle drauf auf dem Bildschirm? Ja, so. Alphabetisch ist auf jeden Fall nicht sortiert. So, 9 Leute. Sollte eigentlich passen. Eigentlich fehlt nur Bob und der ist ja scheinbar busy. Aber ich würde sagen, wir geben ihm trotzdem eine Minute. 13.17 Uhr ist es, 13.18 Uhr starten wir. Ich bin mal kurz zur Toilette. So, weiter geht's. Passt auch 13, 18. War gut, dass ich keinen Eiersalat hatte, sonst hätte das jetzt länger gedauert. Dann. Gucken wir uns einfach mal irgendjemanden an. Schade, dass das Feld so groß ist, links. Es wirkt leicht hypnotisierend. Alle ziemlich dicht beieinander. Und alle in derselben, im selben Kanal, ist ja witzig. 9 von 9. Direkt ins Loch, wäre krass. Irgendjemand ist reingeflogen. War ich das sogar? Ah, ein paar bleiben stecken. Sag bloß, ich schaffe mal eine Runde gut. Sind alle relativ gleichmäßig. Ein Snow. Beide Snows sind im anderen Kanal drüben und der Rest ist hier. Oh nein! Oh nein! Ich war Erster. Ist das ärgerlich. Und ich falle wieder runter. Was ist denn das für ein Luftkanal? Oh, IMT, gemein. Ich hatte so viel Vorsprung. Aber der Luftkanal ist mies. Guckt man zum Teil gar nicht raus. See final result. Finish Grand Prix. Achso, nee, das ist das Result von diesem Map. Points. Da hat irgendjemand richtig viele. Dann schaue ich mal bei Finish. Kriegen wir dann noch eine Gesamtstatistik? Ah ja.
Snow auf dem dritten, Snow auf dem zweiten. Und wer hat den ersten? EMT. Krass, krass. GZ, Leute. GZ. Hier sehen wir es nochmal an den Punkten. Beide Snows teilen sich eigentlich den zweiten Platz in meinen Augen. Wobei, vielleicht zählt da noch die Zeit. Vor allem, ich bin sogar trotzdem Neunter, obwohl Bob, glaube ich, nur 2 Runden mitgemacht hat. Ist das schon ein bisschen traurig eigentlich. Er spielt nur 2 von 5 Runden mit und macht es trotzdem auf Platz 4. Ja, irgendwie Anfängerglück, echt. Wobei, es war auch mein erstes Turnier und vielleicht mein 4. Match oder so. Aber geil auf jeden Fall. Und ja, schade für ihn. Gut, du hast scheinbar nicht einen Punkt. Aber du bist der Gewinner der Herzen auf jeden Fall. Cool, so, dann wieder zurück ins Main-Menü. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal eine kleine Mittagspause. Und vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Ansonsten, Bob streamt ja, glaube ich, am Montag, also morgen Marbles. Vielleicht machen wir es einfach so, wenn er Anfang der Woche streamt, dann streame ich immer Ende der Woche. So verteilen wir uns dann so ein bisschen und haben halt alle irgendwie was davon. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es ja umso wichtiger, dass man irgendwie auch was zusammen macht und Spaß hat. Beim nächsten Mal können wir ja auch zum Teil, wobei ist eigentlich ja schon cool. Kommt ihr mit zum Austien-Streaming? Was ist das? Das klingt wie Aussie-Streaming. Ah, jemand anders, der auch murmelt. Krass, ja. Euch macht das Murmeln scheinbar richtig Spaß. Super, ja, dann vielen Dank, dass ihr reingeschaut hattet und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!